Bei einem Thema war es zuletzt wirklich ruhig, ich meine die Inflation, aber derzeit sieht es so aus, als würde die Inflation zurückschlagen. Was dahinter steckt, mehr dazu in meinem Video. Herzlich willkommen bei meinem Marktupdate. Ja, bei der Inflation, da war es in letzter Zeit ruhig. Es gab einen stabilen Abwärtstrend. Die Zahlen deuteten nach unten, sowohl in den USA als auch bei uns in Deutschland und in Europa. Also alles erledigt, Ziel erreicht. Notenbanken können sich entspannt zurücklehnen. Das ist leider nicht der Fall. Das haben wir mit den aktuellen Zahlen gesehen zu den Inflationsdaten aus Europa. Ich habe da letzte Woche schon eher eine allgemeine Kolumne auch hier bei OnVista geschrieben. Die Inflation schlägt zurück. Das war am vergangenen Wochenende. Und das Thema wollte ich jetzt nochmal aufgreifen, denn wir haben im Verlauf der Woche ja die aktuellen Inflationsdaten aus Deutschland bekommen. Und das hat ein klares Signal geliefert. Zum einen auch auf die Kurse gedrückt, denn die Zahlen sind reingekommen mit 2,4 anstatt 2,2% im Vormonat, also wieder eine Aufwärtsbewegung bei den Inflationsdaten, immer natürlich im Vergleich zum Vorjahr. Was aber ganz wichtig ist, wenn man sich natürlich die längerfristige Entwicklung auch anguckt, das ist die Kerninflationsrate. Kerninflationsrate wird bereinigt um die stark schwankenden Faktoren, sodass sie eigentlich einen besseren Eindruck davon vermittelt, wie es sich derzeit darstellt. Denn gerade stark schwankende Faktoren wie Lebensmittel oder Energie sind hier nicht mitberechnet, sondern wirklich nur die Faktoren, insbesondere beispielsweise auch Dienstleistungen, also Löhne, die sich dann niederschlagen. Und hier sieht man Kerninflationsrate zuletzt in Deutschland bei plus 3%. Und die hat sich auch nicht verändert im Vergleich zum Vorjahr. Und 3% ist doch deutlich entfernt von dem Ziel der Europäischen Zentralbank von 2% Teuerungsrate. Und wenn man genauer drauf schaut, dann ist genau dieser Faktor mit den Dienstleistungen, sprich den Löhnen, die eben angehoben worden sind, genau das, was derzeit auf die Inflationsrate drückt. Also erleben wir tatsächlich keinen weiteren Abschwung bei diesen Daten, denn einige Faktoren deuten jetzt darauf hin, dass wir das Niveau, was wir jetzt erreicht haben, erst einmal halten oder aber sogar einen leichten Trend wieder nach oben haben. Denn beispielsweise auch bei den Einkaufspreisen ging es weiter nach unten, Erzeugerpreise und so weiter. Da erleben wir jetzt wirklich Trends, die sich so langsam auch wieder drehen. Und sollte das ganze Bild sich weiterhin so darstellen beim Thema Inflation, dann kommen die Notenbanken wieder ins Spiel. Dann ist auch der Spielraum der Notenbanken nicht so groß, die Zinsen zu senken, wenn das Ziel der 2% Inflationsrate doch noch nicht erreicht ist. Deswegen wird es jetzt spannend sein zu sehen in den nächsten Tagen, ja, die EZB tagt, die EZB entscheidet über die Zinsentwicklung in der Eurozone und so wie es aussieht, wird es ja einen Zinsschritt in der Eurozone geben. Damit würde die Eurozone vorangehen im Vergleich zu den USA, etwas, was wir auch nicht so oft sehen. Aber die Daten haben es zuletzt auch hergegeben. Wir haben wieder ein positives Wachstum in der Eurozone. 5 Quartale waren extrem schwach. Jetzt haben wir wieder ein wenig Wachstum in der Eurozone. Also ein erster Schritt, der wäre durchaus gerechtfertigt. Sollte sich der Inflationsdruck aber wieder verstärken, ist dann eben auch der Spielraum der EZB nicht so groß, hier eine massive Zinssenkung zu bringen. Und das ist das Gleiche, was wir auch in den USA sehen. Anfang des Jahres sah es noch so aus, als würden wir 5, 6, ja teilweise waren sogar 7 Zinsschritte möglich im laufenden Kalenderjahr. Das sieht jetzt nicht mehr so aus. Das sieht jetzt danach aus, als ob wir vielleicht noch 2 Zinsschritte in den USA sehen werden. Also, man sieht ganz klar daran, Inflation und Zinsentwicklung, die hängen extrem beieinander und das werden wir auch weiterhin intensiv beobachten. Ich werde das hier weiterhin intensiv beobachten, denn das ist auch wirklich etwas, was die Märkte kurzfristig belastet oder eben auch antreiben kann. Ja, das soll es gewesen sein diese Woche mit meinem Blick auf die Märkte und insbesondere auf das, ja, was vom Thema Inflation derzeit zu halten ist. Alles weitere nun wieder regelmäßig hier in meinem Marktupdate. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und wenn ihr
Anregungen und Fragen habt, gerne unten unter das Video. Und ansonsten kann ich nur sagen, wir sehen uns wieder hier bei meinem Marktupdate.